Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden jetzt hier eine 10 oder eine Bleileitung durchlegen. Wobei ich nicht weiß, ob Blei hier überhaupt dabei ist. Ich glaube, Blei ist hier gar nicht dabei, ne? Kein Blei ist dabei. Das ist jetzt natürlich wieder eine Sache, die gar nicht mal so schön ist. Natürlich kein Blei dabei, ne? Wird auch nicht angefordert hier, oder? Irgendwie gekringeltes Blei oder so? Hat man nicht. Nee. Batterien wären quasi da hier eigentlich angefordert werden wollen, aber die werde ich jetzt vor Ort herstellen. Oder möchte ich gerne vor Ort herstellen. Gut, dann werden wir jetzt hier gerolltes Blei, werden wir denn hier abholen. Denke ich mal. Das sieht ja erstmal ganz günstig aus, wenn wir das denn hier machen. Und dann holen wir uns jetzt mal weg hier. So. Und dann bauen wir ein Bleiabrollwerk hier dazwischen und dann geht er schon. Heißt also, ich brauche mal ganz kurz diesen Strang hier. So, gib das mal her. Das muss da mal hin. So. Muss das unsere Förderband auch verschwinden. So eine Sauerei auch schon wieder. So. Na gut, okay. Dann sind wir doch mal ganz, ganz nett bei der Sache. Nö, es muss ja nicht verschwinden, ne? Und ich hätte das jetzt da. So, der steht im Weg, ne? Der Kamerad. Ah, der Kamerad steht im Weg. Habe ich hier einen. Achso, das Ding kann ich einkisten. Mit Subnetzen, das habt ihr mir geschrieben. Das klappt ja nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber war ich wieder etwas naiv. So, habe ich denn hier die einzelnen. Boah, ist so ein Ding. Boah, ist so ein Ding. Da brauche ich mehr von, ne? Na gut, ist ja egal. Wenn ich jetzt mal einen habe, kann ich ja mehr bauen. So, heißt also, ich werde jetzt mal hier auf der maximalen Entfernung gucken. Das geht natürlich auch wieder nicht. Das steht nämlich dann auch im Weg. Okay, dann machen wir es anders. Ist ja nicht wieder wild. Dann machen wir halt hier bloß ein kurzes Artikel, lieber ich. Mir reicht ja auch ein kurzes Haus. So, bin ich genug mitgenommen hier. So, so ein Stück, da hätte ich gern. So, kurz mal was abwickeln hier. Und dann können wir das Ganze eigentlich nochmal so nehmen, wie es ist, und kopieren es hier oben rüber und dann wickelt er wieder um. Oder? Das ist er ja nicht. Flexibel wie ein Brecheisen, hätte ich gesagt. So, da wickeln Sie mir was ab. Wickeln Sie mal. So. Und Sie wickeln mal hier. So. Machen wir doch mal nicht mit. Nee. Ganz klassische Anbindung an die ganze Sache und dann wickeln wir hier ab. Blei. Blei abwickeln wird schon da. Blei abwickeln. Bitteschön. Bitteschön, bitteschön. So. Den Rest, den kriegst du auch irgendwo her. So, du bist dann also jetzt hier mit Blei beheftet. Das ist ja wahrhaftig eine bleierne Ente. So, du auch, Blei, du, Blei, du, Blei, zum Abwickeln. So, dann brauchst du hier noch, nee, ja, Blei, Blei, oh, dann kann ich das hier mal ganz kurz einmal hier drüber, so, so. Gut, dann können wir Blei anfordern. Gehen wir ganz kurz nach hier vorne, machen wir mal gewickeltes Blei, fordern wir mal an. Das kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich gewickeltes Blei habe. Habe ich gewickeltes Blei? Gar kein gewickeltes Blei. Blei biete ich doch in einer purer Form an, oder? In gewickelter Form. Nee. Habe ich ein Bleiwerk? Bleiblechwerk. Ja, da haben wir Bleiblech. Sehr schön. Gut. Du nicht. Du. Hier. Bleiblech. Bitte. 10.000 Einheiten. So. Ab dafür. Müsste gleich mal gelb werden hier, die Lampe, oder? Da wird sie gelb. So. Also, dann wird jetzt schon mal Blei geholt. Hoffe ich auch hierher. Und dann kann das denn hier langsam aber sicher storten. So, dann machen wir da mal einen hin. Wo haben wir den denn hier überhaupt generell?
Soll ich das so? So? Warte mal, das soll ich ja, wenn ich die hier verlängere, ne? So. Mal sagen so. Mal sagen. So. Mal sagen. So. Mal sagen, nicht? Also. Mal sagen. In der Kamera, der ist ja welche. Lampen müssen wir doch noch ein paar ranbauen, aber das kriegen wir dann noch hin. So, dann Lämpchen. Eins da. Eins hier, eins dort. Wer viel leuchtet, der viel sieht. So. Gut. Das heißt, hier müsste dann abgewickeltes Blei irgendwann ankommen und müsste dann hier mal eingelagert werden. So, sind wir denn gerade bei dem Bleiabholer? Ist denn hier im Bleiwerk einer? Das ist nur interessant, ob der im Bleiwerk zu viel kriegt oder so. War hier gerade einer? Nee, hier war noch keiner. Ist da einer hin auf dem Weg? So. Ach hier, da wird Blei geholt, okay. Hat auch 10.000 an Bord, das ist schon mal gut, dass er das hier leer macht langsam. Da liegt hier noch ein bisschen was drin, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, das gefällt mir. Jetzt ist auch gerade wieder viel Bewegung hier, jetzt wollen wir mal gucken bei den Flüssigkeiten. Nicht, dass da wieder irgendein Blödsinn passiert ist, aber bis jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. So, dann hätten wir hier, da kommt's Blei an. So, mal gucken, dass es das auch wirklich durchgeht, bis dahin nur. So, die greifen wir erstmal schon mal nicht weiter, die machen hier schon mal und da haben wir dann abgewickeltes Blei. Sehr gut. Okay, dann haben wir dann schon mal das geschafft. Und dann muss jetzt abgewickelte Blei ja nur noch dahin, wo wir es auch wirklich brauchen. Theoretisch könnte ich auch 1000 hier noch mit dran bringen, da oben, so, zack, hier, da. Würde passen, aber in den massiven Bus kriege ich es jetzt mal da nicht mit rein. Langt, wenn ich es hier gerade hochziehe, das sieht auch blöd aus, aber dann könnte ich hier oben. Wo ziehe ich das denn durch jetzt, das Blei? Also ich brauche es hier, hier will ich das Batteriewerk hinstellen. Das können wir schon mal, anplanen. Wie wollen wir das Batteriewerk machen? Genau. Keine Sauber ist, was genau ist, aber wir wollen es erstmal machen. Anlieferung der Flüssigkeit kommt von außen und dann machen wir hier einfach so. Und in der Mitte kommt dann die Anlieferung des Materials. Zwei Bleche. Heißt, wir laufen hier durch. Schon mal eins so schmal hier. Ich weiß noch nicht, ob 10 zu viel sind. So. Ein Material kommt von unten dann an hier, da kommt es Blei an und von oben kommt es Zinn an. Das Zinn lege ich hier oben schon mal durch. So muss die Höhe noch kurz bestimmen, wo wir es dann durchlegen können. Ja, das geht hier auf dieser Höhe, dieser Ebene. Ah, heißt, das kriegt jetzt hier erstmal einen Jump, das Material. Dann gibt es hier einen auch die für das andere Material. Moment, ich hole mir mal ganz kurz rotes Kunststoffmaterial, damit ich mit dem roten dann mache hier. Das kann ich hier wieder zurückliefern, ist ja kein Problem. So, dann das hier dran. Dann umgekehrt. Von hier nach da. Von hier nach da und dann geht das hier weiter. Einfach quer durch. So, hier unten drunter lang. So. Und dann da dran. Hier wird ein Sprung auf Marsch drunter durchgehen. Ich werde das hier auch grob machen, glaube ich, oder? Geht ja eigentlich. So. Dann brauche ich hier den Transport. Der hier über ein Stück
so gewährleistet ist. So. Dann brauche ich auf der Seite nochmal hier die 5 Kameraden. Eine Rohrverbindung. So. So und so. Und dann brauchen wir hier auch einen, der rauslegt. Eins. 5 Stück. So, oh, Moment. Der Vollständigkeit halber. Machen wir das so. Die liegen auf die Seite, die liegen auf die Seite. Das heißt, hier wird es dann zusammengeführt. Das passt schon so. Dann können wir hier nach oben gehen. Haben wir keine Förderbänder mehr. Dem haben wir uns noch ein paar Unterwäsche, brauche ich nicht mehr. Die anderen Dinger kann ich auch da wieder reinschmeißen. Gut. Ihr könnt da wieder rein. Ihr könnt da wieder rein und da hole ich mir nochmal 100 Stück von. So. Weiß nicht, ob es die Roboter da nicht gibt, die ich da unten haben will. Doch, nee, die gibt es da schon, ne? So, hier oben. Achso, da, deswegen war hier Strommast. So, müssen wir da wieder hinstellen, sonst funktioniert das da nicht. So, dann einmal hier oben. Oder dran. So, ihr wollt mir Batterien herstellen. Seid ihr ganz gut drin? Und wollt denn hier natürlich die Schwefelsäure dran haben? Da seid ihr mir auch ganz gut drin. So, und dann braucht ihr in der Mitte natürlich noch ein paar, die euch Material geben. Die Zeit muss sein. So. Dann machst du natürlich den langen Greif. Und du machst hier den langen Greif. So. So, haben wir dann schon raus. Schon wieder Öl vertan hier. So. Ja, noch weg sogar. So, dann sieht das doch schon mal ganz schön aus. Dann muss hier das Blei ran. Gut, dann legen wir das Blei wirklich hier oben durch. Wo kommen wir denn noch hoch? Aber hier an dem Ding, ne? Knapp dran vorbeigelegt, kommen wir da glaube ich hoch, ne? So. So. Gut. Dann kommt da schon mal das Blei an. Das ist doch schon mal viel wert. Und das Zinn müsste ja demnächst, habe ich das nicht verbunden hier irgendwo? Ja, da fehlt noch die Verbindung. Okay, das ist natürlich selten dämlich, aber okay. Die fehlt da halt noch. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Strom reinstellen mit. Den können wir aber immer da drauf stellen. Und dann sollte alles verstromt und bestromt sein. So. Dann steckt das auch schon mal. Dann holen wir jetzt mal einen Zinn hier hinten ran. Und dann werden wir die Flüssigkeit, und dann müssen wir den Flüssigkeitsbahnhof dort dann natürlich dann in Betrieb nehmen. Das schön funktioniert. So. Zinnplatten haben wir. Bleiplatten kommen an. Aber das war beides, was ich da brauche, glaube ich. Dann haben wir hier ein kleines Batteriewerk. Okay. Moment. Falsch. Wir müssen Kunststoff holen.
Upsi. Upsi. Siehst du wohl. Aber den Salat schon wieder. Ich weiß nämlich nicht, wie ich auf Zinn kam, aber okay. So, gut. Nee, wir brauchen Kunststoff. Wir brauchen Kunststoffstangen. Kunststoffstangen hier. Die sind. Hören die denn auf? Hier hören die auf. Ja, na gut, dann nehmen wir die von hier einfach mit durch. Ist doch gar kein Problem. Gar kein Problem, ist jetzt aber auch falsch ausgedrückt. Das wird erst recht nichts werden. Ja, kein Problem, ist jetzt aber auch echt falsch ausgedrückt an der Stelle. Machen wir da vor lauter Vergeisterung. Ich hätte da eine. Das ist alles so verknotet hier. So, warte mal, wir könnten erstmal das hier verlängern. Dann könnten wir hier unten den da und dann da drauf. Oder den hier drauflegen. Den müssen wir ja gar nicht da rum, so rum drauflegen. Dann könnte ich auch auf der Seite schon drauflegen. Und dann würde hier viel Platz entstehen. Könnte das hier ein Stückchen kürzer geraten. Geht das bis noch da? Ja. Ich fliege noch Material jetzt rum, weil ich meine Taschen voll sind mit allen möglichen kurzen Feuersteinen. Dann bring das mal weg. Titanium Pipe ist noch voll, weil ich die Dinger noch bauen wollte. Geht das auch mal weg. So. Ja, dann kann ich jetzt hier erstmal ein bisschen teilweise aufräumen. Okay, so. Später alles noch neu dazulegen. So, dann kann der erstmal dahin. Der kann hier geteilt werden. Das ist aber auch jetzt hier. Ganz wildet. Kann ich denn da drauflegen? Muss ich nicht mal. Da so dran liege, blickt ja dann da drauf. Müssen es einseitig. Es wird dann einseitig belastet dort. Das Laufwerk. So, gut. Das heißt, kann ich hier eigentlich dann auch den kurzen Weg gehen. So, dann passt das auch wieder hier. So, und dann kann ich. Upsala. Hier durch mit dem Kunststoff. So. Ja, hier kommt das Blei an. Okay, das ist schon mal ganz gut. Das kann ich dann abreißen hier. Brauchen wir hier gerade nicht. So. Dann komme ich hier auch von unten. Dahin. So.
So. Gut. Dann haben wir das schon mal. Und dann muss ich bloß noch die Säure dran. Und das Zinn wieder weg. Und die anderen Materialien, die ich mir jetzt alle eingesammelt habe, die muss ich auch irgendwie hier oben alle loswerden. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben das haben wir hier Schönes. Haben wir noch Schönes? Wir haben das hier Schönes. Kohle habe ich auch jede Menge. Und noch mehr Kohle. Hier bin ich los. Wafer bin ich, glaube ich, hier los. So. Die Kohle muss ich unten loswerden. So. Gut, okay. Dann, naja, gut, das kann ich da oben dann erstmal so lassen. Gut. Heißt also, wir brauchen hier jetzt die allseits beliebte Schwefelsäure. Hast du Schwefelsäure oder machst du das Ungeheure? Dann werden wir mal gucken, dass wir die erste Flüssigkeit hier hoch transportieren und gucken, wo wir ankommen. Mit dem Flüssigkeitsbus. Das ist auch mal klar. Dann gehen wir nämlich hier mit dem rein. Und dann gehen wir mit dem rein. Matthias Reim. So. Müssen wir unten bloß gucken, dass wir dann die richtige Flüssigkeit an die richtige Stelle anliefern. So, hier kommt das hin, hier kommt das hin. So, das kommt erstmal weg. Also, auf der ersten Leitung muss dann Schwefelsäure liegen und auf der zweiten Leitung muss dann So. Auf der zweiten Leitung muss dann auf der ersten, nee, auf der ersten Leitung müsste das Chemiemittel liegen, ne? Oder? Ja, die erste Leitung geht hier rum, ja. Chemiemittel? Okay, also auf der ersten Leitung muss Chemiemittel liegen. So, ich habe hier erstmal, da weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall davon 6 brauchen. So, dann brauche ich hiervon 6, glaube ich. So, dann brauche ich hier erstmal so ein Aufwendung. Der mit sämtlichen Kesseln verbunden ist. Kessel, 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 Kessel. Kessel, 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 Kessel. Mist. Mats. So. Kessel, 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 Kessel. Mast. Na. Mast. Kessel, 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 Kessel. Mast. So. Okay. Dann. Das wird interessant hier werden, was ich davor habe. Da habe ich nämlich eine Idee, aber ich weiß noch nicht, ob die gut ist. Das werden wir aber in der nächsten Folge sehen, ob die Idee gut ist, beziehungsweise ob das funktioniert dann nachher am Ende. Da kommen wir noch drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.